Liebe Leute, mein Name ist Dragner. Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu RimWorld. Ja, mal kurz vorneweg. Vielen Dank mal wieder für die ganzen Kommentare. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Mir wurde einmal gesagt, mein Fertigungsroboter ist kaputt. Sehe ich gar nicht, ob er wirklich kaputt ist. Aber ich kann ihn zumindest reparieren lassen. Und ich sehe hier nur Basisstation. Ich sehe tatsächlich keinen Roboter. Also wird schon stimmen. Hier haben wir eh reparieren gemacht. Okay, also danke schon mal an der Seite für den Hinweis. Dann automatisches Bauen. Ja, der Wiederaufbau ist mir tatsächlich bekannt, die Funktion. Allerdings habe ich es komplett aus meinem Hirn verdrängt. Hier ist die Funktion. Alles, was zerstört ist, wird automatisch wieder aufgebaut. Zählt eigentlich hier zum Beispiel für die Mauer. Ja, aber habe ich halt einfach verdrängt. Hier theoretisch genauso für die Mauer. Wegen dem Loch hier oben werde ich es jetzt trotzdem mal so machen. Wir schleppen mal hier die Mauer einfach kurz rauf. Die Mauer traue ich mich ehrlich gesagt gerade nicht abzureißen. So, nächste Frage war Mods. Ob ich die Hospitality Mod installiert habe? Ja, hier ist sie. Hätte mich jetzt gewundert, wenn ich sie nicht installiert habe. Klinik wird noch kommen. Und ich habe noch beim Rumschauen bemerkt, ich habe hier unten einen Gästetab. Ich glaube, das ist meine Gäste-Mod. Die sah früher etwas anders aus. Ich bin mir allerdings... Also, ich denke, das ist die Mod. Das ist inzwischen ein Gästereiter im Standard... ich habe den Namen des Spiels vergessen. RimWorld, oh Gott. Gibt. Also, ja. Standard RimWorld bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, das ist eine Mod, aber vielleicht täusche ich mich da auch hier. Ich spiele inzwischen so lange mit so vielen Mods, dass ich nicht mehr immer weiß, was ist Standardspiel und was ist Mod. Gibt so Standardsachen, die ich immer installiert habe. Wie gesagt, Hospitality. Ich mag extra Kliniken, diese Toiletten-Mods normalerweise tragen. Ein bisschen was fürs Handwerk, die Quality zum Beispiel für bessere Qualität und sowas. Macht das Spiel einfach interessanter, wenn man auf mehrere Sachen aufpassen muss. So, dann, ich merke, dass die Zuschauerzahlen von dem Spiel schon wieder runtergehen. Ist ja klar, bei einem längeren Let's Play verliert man immer Zuschauer. Trotzdem möchte ich dazu nur sagen, ich werde das Let's Play nicht so schnell beenden. Ich habe zwar jetzt kein klares Ziel, aber es gibt einige Sachen, die ich halt noch nicht kenne. Ich habe Royalty mit den Rängen noch nicht wirklich ausgespielt. Beim anderen Let's Play war es ja relativ plötzlich vorbei. Ich habe einfach noch Bock, ein bisschen rumzuprobieren und rumzumachen. Ich habe zwar schon zwei neue Ideen für neue Let's Plays. Vielleicht werde ich auch irgendwann mal in RimWorld einfach gleichzeitig starten, also ein zweites Let's Play gleichzeitig laufen lassen. Aber momentan ist der Kanal eh voll. Mehr als drei Let's Plays gleichzeitig schaffe ich nicht. Ich bin so schon hart an der Grenze. Ja, schauen wir mal. Aber noch bin ich hier nicht fertig. Ich habe noch ein bisschen Bock. Und so lange werde ich es auch noch spielen. So, wir bauen Böden. Ich sehe hier gerade, hier fehlt noch eine Statue. Haben wir denn noch einen Auftrag? Nein. Machen wir gleich. Achso, haben wir eine fertig? Nein, haben wir auch nicht. Silbererzmeteorit. Oh, cool. Das werden wir direkt abbauen. Ach, und ich wollte mehrere Sachen abbauen. Ich hätte gerne jetzt mal die Jade. Oh, 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 oh. Was haben wir hier? Maschinenreste. Geil. Wir hatten noch... Jetzt dachte ich schon, das ist auch Silber. Wir hatten noch irgendwo Jade. Und zwar auf der rechten Seite hier. Will ich jetzt... Nein. Auch mal alles haben. Wollen wir verkaufen oder will ich verkaufen? Und wir brauchen, glaube ich, langsam mal Granit. Das ist hier alles kein Granit. Dann bauen wir mal hier ein bisschen Granit ab. Einfach nur, damit wir mal hier ein bisschen vorwärts kommen. Eine Lampe wurde durch eine andere Konstruktion zerstört. Kann ich jetzt leider nicht draufklicken.
Wahrscheinlich hier die Lampe. Ich habe ja normalerweise immer eine über meinem Tisch drüber. Aber da sehe ich gerade, da würden mir hier mehrere fehlen. Quest aktiv. Eine bisher unbekannte Bedrohung. Was denn, eine Dickhautdrüse? Okay. Setzt Chemikalien und Nanomaschinen ein, um die Haut zu stärken. Okay. Wo ist denn das Gegenstandslager? Puh, ist ein bisschen entfernt von uns. Oh, ich habe den Sonnenblocker vergessen. Mech-Cluster. Ja, Mech-Cluster. Aber den Sonnenblocker müssten wir leider irgendwann mal angehen. Wir haben ja, glaube ich, noch ein paar Waffen hier im Auftrag. Ja. Warten wir mal auf ein paar Waffen. Dann würde ich sagen, beginnen wir damit wieder. Eine wilde Kreatur. Noch eine. Ach, wahrscheinlich, weil hier oben ja das Loch drinnen war und hier ist die Tür immer offen. Haben wir noch mehr wilde Kreaturen hier in unserem Lager? Nein. Nur die zwei Elchkühe. Okay. Wir haben einen Waffenhändler und menschenjagendes Rudel. Was haben wir denn? Oh, drei Nashörner. Schön. Da stellen wir uns doch mal direkt auf. Die werden bestimmt gleich kommen. Da haben wir jetzt ja auch noch Dusel, dass wir direkt hier oben die Mauer zugemacht haben. Okay. Wollt ihr nicht außen rum kommen? Nein? Anscheinend nicht. Die Elchkuh rächt sich hier unten. Okay, haben wir schon erledigt. Muss nur ein bisschen aufpassen, wo jetzt meine Leute hingehen. Das wäre jetzt schlecht, wenn jetzt jemand hier rausgeht. Herr Kaloin, könnten Sie mal bitte den Waffenhändler... Achso, du bist der Kaloin. Ja, der gerade weggeht. War gerade eine knappe Geschichte. Ich dachte, der Herr Kaloin wird gleich erschossen. So, wir verkaufen mal die ganzen Nahkampfwaffen hier. Und eigentlich hätte ich gerne Bauteile. Und wir könnten noch ein paar Granaten hier kaufen. Oh, nee, ist mir zu teuer, das lass mal lieber. Und mit diesem Tech-Prinz hier muss ich mich eindeutig auch mal beschäftigen. So, was machen wir jetzt? Okay. Schauen wir mal. So. Na. Zurück. Das war jetzt schlecht. Also anlocken ist gut, es ist okay. Die Frage ist jetzt eher, komme ich weg? Die Nashörner werden vermutlich schneller sein als ich. Hm.
Und das ist das, was mir gerade nicht gefällt. Oh, ja. Die haben mich gleich, die haben mich gleich. Nicht gut. Lauf, Kommissar, lauf. Was? Tot? Nein. Oh nein. So eine dumme Sache, muss man jetzt sagen. Anders. Oh nein. Die erste Tote durch so einen Quatsch. Anders kann man es nicht sagen. Oh, unglaublich. Die erste Tote durch so eine unglaublich dumme Geschichte. Also das hätte jetzt wirklich nicht sein müssen. Repariere jetzt mal bitte den hier. Das hätte jetzt wirklich nicht sein müssen. Durch so eine unnütze, dumme Geschichte. Drei Nashörner, die uns zwar einerseits bekannt sind, aber eigentlich total gechillt da hinten rumlaufen. Und dann instant tot. Oh, ist das dumm. Ruhe in Frieden, Kommissar. Du warst ein wertvolles Mitglied unserer Gemeinschaft und stirbst durch so einen dummen Quatsch. Aha, und wir haben auch noch Dog, unseren eigenen Mann, mit einem Repetiergewehr anscheinend getroffen. So eine... Ja. Schöner Scheiß. So ein unnützer... Aber gut, gehört leider zum Spiel dazu, muss man so sagen. Ich war ja eh überrascht, dass es so lange gedauert hat. Warum kann ich denn... Hä? Geistpflanze. Ich wollte hier mal Baumwolle wieder anbauen. Einfach, ja, wegen Schlafplätzen oder sonstiges. Bisschen Baumwolle schadet nicht, kann man auch verkaufen. Klamotten werden wir aus Baumwolle nicht mehr machen. Also wirklich, so ein dummer Tod ist echt, oh, das ärgert mich jetzt gerade. Ich meine, gehört dazu, wir brauchen uns da nichts schönreden oder sonst was. Tod gehört in dem Spiel dazu, aber das ist wirklich, wirklich, wirklich saudumm. Und wir haben jetzt zwei schwere MPs fertig, gute MPs noch dazu. Tja, zurückgewiesen vom Kommissar, das Problem hast du jetzt nicht mehr. Das Problem hast du jetzt nicht mehr. So ein Mist. Ja, da werden jetzt mehrere traurig werden. Da könntest du hier mal bitte alles reparieren. Kann ja nicht wahr sein. Das hier unser Reinigungsroboter, der muss mal ein bisschen putzen. So ein Mist. Unsere erste Tote und dann noch nicht mal durch einen heftigen Überfall oder sowas. Nein. Einfach nur durch so einen Bullshit. Okay, wir sollen uns um ein Rentier namens Grau kümmern. Die Quest nehmen wir jetzt tatsächlich mal an. Ein Rentier namens Grau. Du darfst dich nur im Tierbereich einfach aufhalten. Fertig. Junge Elch, Elchkuh, Elchkuh. Wir könnten den jungen Elch mal verkaufen.
ärgerlich. Wirklich, wirklich ärgerlich. Muss ich wirklich sagen. Zum Kotzen. Sehe ich jetzt aber nicht nochmal die die Werte von ihr. Ob wir irgendwas hier noch neu besetzen müssen, das hätte ich mir vielleicht vorher anschauen sollen, bevor ich sie begrabe. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. So ein dummer Mist. Trockenes Gewitter. Na gut, viel kann ja nicht brennen. Achso, genau. Bäume. Haha, brennen. Bäume. Nochmal wegen dem Hinweis, auch in den Kommentaren, wir könnten ja Bäume anpflanzen und daraus Biotreibstoff zu machen. Die Idee fand ich wirklich gut, soweit habe ich gar nicht gedacht. Aber wir machen ja aus Fleisch inzwischen und überhaupt Nahrung Biotreibstoff, deswegen brauchen wir es überhaupt nicht. So, die Männer werden psychisch beruhigt und ein Händler ist eingetroffen. Bitte, Kaloin. Schau mal kurz, was Sache ist. Wir können Bauteile verkaufen, wahrscheinlich Bauteile und Plastik verkaufen. Das wollen wir alles nicht. Wir könnten Lego-Arne kaufen. Ja, mit diesem Tech-Prinz müsste ich mich mal noch beschäftigen. Okay, ne. Nichts Interessantes für uns. Nichts da. Für diese Tech-Prinz haben wir auch nicht genügend Kohle momentan. Lasttier, nein, so ein Leguan als Lasttier wäre vielleicht auch witzig. So, wir brauchen noch ein paar Böden. Achso, genau, dann war ja noch die Frage auch in den Kommentaren, ob die Bäder vielleicht eine spezielle Badtür brauchen. Ich habe mir mal überlegt, okay, was ist denn die Toilettentür eigentlich? Dünne Tür, die nur Sichtlinie zu den Leuten blockiert, die gerade ihre Notdurft verrichten, schafft keine neuen Räume oder verhindert Wärmefluss. Nee, also die Toilettentür hat keine besondere Bedeutung. Meine persönliche Vermutung ist, funktioniert die Linkung mit dem Bett oder mit dem Zimmer quasi? In meinen Augen wahrscheinlich, wenn der Raum abschließend bearbeitet wurde. Also das zählt natürlich auch schon als abschließend bearbeitet, aber nicht so lange hier drin noch großartig rumgeschuftet wird. Ja. Vermute ich jetzt mal. Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. Habe ich das gerade gesehen? Hier wurden die ersten Teufelsgarn, ja. Das erste Teufelsgarn ist fertig. Das heißt, zukünftig möchte ich, dass nur noch aus Teufelsgarn bei uns produziert wird. Nur noch Teufelsgarn zukünftig. Und hier kommen die ersten Wände. Verschmutzter Kochbereich. Ja, okay, jetzt haben wir ja wieder jemanden, der putzt. Unser Putzroboter ist wieder einsatzbereit. Zusätzlich kommt ja langsam hier auch im Boden rein. Also von dem her sollte mit der Zeit funktionieren. War Kamissa vielleicht eine unserer Bergbauerinnen? Vielleicht unsere gute Bergbauerin. Kann durchaus sein. Adelige unter Feindbeschuss können wir sowieso nicht annehmen. Lassen wir mal. Und der nächste Händler exotischer Güter. Ja, das bringt mir relativ wenig. Ich glaube nicht, dass der jetzt was anderes dabei hat. Könnte man einen Großhändler oder sowas brauchen, damit wir auch Lebensmittel und alles verkaufen können. Kleine Skulptur hergestellt, die können wir dann gleich noch aufstellen. Könnte man auch verkaufen, aber wollen wir nicht. Küchenroboter, Notfallroboter, Fertigungsroboter. Ja, so ein paar Roboter hätte ich schon gerne noch, muss ich gestehen. Die gefallen mir relativ gut. Ich habe zwar keine Ahnung, was so ein Notfallroboter ist. Wahrscheinlich irgendwas Erste-Hilfe-mäßig oder sowas. Ich hätte gerne einen Küchenroboter, aber keine Kohle dafür momentan.
Kralle. Ja, wir haben hier noch einiges, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Aber nein, wir wollen hier nicht. Wir bräuchten noch den ein oder anderen Bergbauern. Dafür muss jetzt aber hier erstmal der Knast fertig werden. Okay, die Wand können wir jetzt eigentlich tatsächlich mal umsetzen. Hätten wir es ja eigentlich vorher auch schon können. Aber der Knast nimmt Formen an. Da können wir auch mal wieder Leute gefangen nehmen. Sehr schön. Haben wir die Jade eigentlich schon abgebaut? Nein, ich glaube nicht, nein. Die steht noch. Steht hier auch alles noch. Hier steht die Jade auch noch. Ach, Kamissa. So ein Mist. So ein dummer Tod. So ein dummer Tod. Lemmy kann wieder laufen. Warum konntest du denn nicht laufen? Wegen der Lebensmittelvergiftung oder was? Das sind jetzt aber schon alles unsere Elche hier. Wir haben hier nichts mehr zum Jagen, nee, oder? Nee. Alles unsere Elche. Haben wir echt 5 Stück? 6 sogar, momentan. ...279 Pilze und hier liegt noch ein bisschen was, Teufelsgarn. Das heißt, wir können dann hier langsam wieder anfangen. Forschung abgeschlossen, Autokanonenturm. Was erforschen wir denn jetzt als nächstes? Hier hinten hätten wir jetzt noch Bäume, Kakao, Teppich. Mhm. Wir könnten... Eigentlich, Prothesen wäre mal eine Möglichkeit zum Protheseneinsetzung, Schutzrüstung, Basis. Wir gehen auf Klinik, nicht hier oben, das meine ich nicht, sondern, sterile Materialien für sterile Fliesen. Und wo sind denn eigentlich die Krankenbetten? Die waren früher doch immer hier oben irgendwo. Sind sie aber jetzt nicht. Die Krankenbetten ist eine gute Frage. Ah, hier hinten ist es die Roboterherstellung auch sogar. Wir können die selber herstellen, das ist ja geil. Oh. Zeit ist rum, weitergelaufen, habe ich nicht gemerkt. Reinigungsroboter, was brauchen wir denn hier für alles? Okay, wir gehen mal wohl in den Analysator. Ah, hier ist das Krankenbett. Wir fangen trotzdem, wir machen gleich mit dem Krankenbett weiter. Ich will relativ bald, wir machen es aber so. Aber dann in die weiterführende Forschung hier reingehen. Sterile Materialien, Krankenbett, Analysator. Und ein verrückter Elch. Wo ist er denn? Hier oben. So, jetzt haben wir wieder die gleiche Situation. Der läuft jetzt hier hinten rum. Also wir brauchen hier dringend ein paar Schutzmauern. Eindeutig. Ich habe gerade nur ein Auge drauf, wie viele von unseren Leuten wach sind. Na, jetzt greift er unseren Roboter an. Nein.
Wo ist John? Ja, jetzt hat. Die treffen ja beide super. Todfertigungsroboter. Die Folge des Todes ist hier. Doc kann gleich wieder reparieren gehen. Dem brauchen wir den Fertigungsroboter. Ein düsteres Gebäude. Ach, immer diese Denkmäler. Immer diese Denkmäler. Ja, unsere Küche ist hier auch zu klein. Wir bräuchten, wie gesagt, einfach mal einen Großhändler oder so, damit wir Nahrung verkaufen könnten. Das wäre nicht schlecht. So, wir sind ja auch schon bei 26 Minuten und wir haben neue Waffen. Und wir haben unser Denkmal. Okay, ich mach mal langsam. Denkmal sag ich schon. Kunstwerk kommt hier hin. Dann haben wir ein exzellentes Sturmgewehr. Geht. Oder was ist denn eigentlich schlechter? Uns ist so ein Recurve-Bogen. 14 Schaden zum Beispiel. Gegen ein Repetiergewehr, das 18 Schaden macht. Okay, dann tauschen wir jetzt unsere Bögen aus. Wir haben aber momentan nur ein Gewehr. Ja, okay. Wer ist der bessere Schütze? 6 zu 5. Dann Priscilla bekommt das Sturmgewehr. Was bauen wir hier denn noch alles? Noch ein Sturmgewehr, 3 Präzisionsgewehre. Gut. Dann haben wir alles aufgestellt und ausgerüstet. Für heute war es das. Die Folge des Todes. Haben wir gleich im Folgentitel. Super. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wirklich dumm, wirklich dumm. Ja, bis zur nächsten Folge. Servus.